Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mode. So, Ashley, bist du bereit? Es geht weiter. Ich habe mich jetzt seit der letzten Aufnahme, also zwischen den Folgen wird wahrscheinlich mehr Zeit gewesen sein, zwischen dem Release, aber ich nehme die hier gerade ein bisschen am Stück auf. Und seit der letzten Folge habe ich mir jetzt einen Holy Energy Drink geholt. Das heißt, mir kann nichts mehr passieren. Mit dem Code LSBR. What? Spart ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung und mit dem Code LSBR 10. Entfern dich. 10 Euro auf alles. Was? Leute. Der Berserker-Mod hat den Lavaraum rekonstruiert. Hier ist keine schwarze Flüssigkeit, hier ist Lava. Wir haben irgendwie jetzt quasi so ein bisschen den Lavaraum mit dem Feuerdrachen und den Wasserraum kombiniert. Oder so. Ich weiß es auch nicht. Aber ich bin dabei. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Ah, die Unterhaltung. Der mit dem Schild war wirklich gerade so, er rannte auf mich zu und dann habe ich mit dem Scharfschützengewehr durch sein Schild auf ihn geschossen und dann war er wirklich so, nope, und ist einfach abgebogen. Oh, wartet mal, Ashley, du solltest nicht entführt werden, bitte. Das ist ungünstig. Pass du bitte auf. Habe ich noch eine Granate? Das wäre so ein schöner Granatenort. Nee. Oh, shit. Ashley, kannst du aufhören, entführt zu werden? Ich meine, im Endeffekt kann man das auch ganz gut nutzen, ne? Das spart Munition. Aber trotzdem. Leon, das ist nicht gut. Das Nachladen hat ein bisschen zu lang gedauert für meinen Geschmack. Danke. Jederzeit. Also was mir bis jetzt tatsächlich sehr positiv auffällt, sind keine cheatenden Armbrustbogenschützen, ne? Bis jetzt, ich will es nicht verschreien, ne? Aber bis jetzt fühlt sich der Raum ehrlich gesagt sogar ein bisschen entschärft an im Vergleich zum Original. Oder ich bin einfach so unfassbar gut geworden schon. Trotz einer halbjährigen Pause habe ich das Spiel noch so in der DNA, dass ich einfach durch Rambo wie sonst noch was. Oi, was haben wir denn hier Feines? Da haben sie wieder was Schönes vorbereitet für uns. Ah doch, da steht einer, ne? Ja. Die habe ich auch, Leon. Die habe ich auch. Noch wer? Ich habe das Gefühl, da lohnt sich schon fast eine Blendgranate bei den beiden. Das
ist der andere nah genug? Oh, die sind zu dritt sogar. Ja, dann. Guck weg! Ah, für den hinteren hat es nicht mehr gezählt. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass irgendwas ganz Schreckliches passiert. Ohne Scheiß. Bisher ist das zu easy hier. Ne, ich meine, hier stehen jetzt noch ein paar Ritterrüstungen lustig rum. Ich weiß nicht mal, ob ich die so aktivieren könnte. Aber ja, okay. Dann let's go! Ja, natürlich. Ah, oh, wo kommt der denn her? Ah, oh, das ist jetzt echt schlecht. Jetzt stirbt er schlecht. Oh, das war jetzt nicht gut. Okay. Aber ist ja alles gut gelaufen nochmal. Nichts passiert. Ihr nicht? Seid ihr euch sicher? Na gut, okay. Hab nichts dagegen. Aha, ja, das war klar. So, Wurm aus dem Kopf gekickt. Da kommt Nachschub, kommt nur runter. Ist okay. Ah, come on. Ei. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, wie schön ich es finde, dass es hier keine unfairen Sniper, Armbrust-Sniper gibt? So viel dazu. Aber hey, bisher war es wirklich einigermaßen human, das Ganze. Und schön, schön verändert. Ne? Hatte ein paar Überraschungen bereit. Ich will gar nicht wissen, was jetzt passiert, wenn wir wieder hochgehen. Aber wir werden es trotzdem gleich erfahren. Ob ich es wissen will oder nicht. Leon, pass auf! Ja, ich habe nicht mehr die richtigen Waffen für den Scheiß. Geht's dir gut? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Waffen mehr für den Scheiß. Weg. Okay.
Wo sind die Sniper? Die sind alle über mir. Kann man mit einer Armbrust wirklich so gut zielen? Glaubt ihr, das geht? Oder braucht man dafür einen Wurm im Kopf? Einen speziellen Sniperwurm. Ashley, das ist gerade sehr ungünstig. Na komm. Wow, ich habe gerade echt zweimal auf ihre Armbrust geschossen. Wäre voll cool, wenn die kaputt gehen könnte, oder? Das wäre nice. Bist du okay? Ja. Jetzt reicht's dann wieder mit Bullet Spongen da oben. Hallo. Das war's, Ashley. Schön wär's. Schön wär's. So. Ja, zur Not regeln wir das alles mit der Pistole, was jetzt noch auf uns zukommt. Wobei ich nicht weiß, was jetzt in diesem Mod auf uns zukommt, ne? Aber ja, ihr wisst schon. Wir haben ein breit gefächertes Repertoire an Bewaffnung zur Verfügung aktuell. Ich habe auch noch ein bisschen Heilung, oder? Ein Erste-Hilfe-Spray, eine gute Krautheilung. Gehen wir mal hier noch schnell gucken, ob wir da noch nützlichen Loot finden. Immerhin eine Handvoll Peseta. Wenn ich Resident Evil 4 verfilmen würde, würde ich den nicht einfach Resident Evil 4 nennen, sondern ich würde den für eine Handvoll Peseta nennen. Und es wäre ein Western. Aber sonst wäre alles gleich. Hey, immer noch besser als das, was Konstantin Filmster immer wieder raushaut. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich finde es irgendwie schön, wie die das hier verändert haben, ne? Wir haben hier tatsächlich Drachen und es sieht wirklich aus wie anders einfach. Also hier hat sich das Mod-Team, der Modder, die Modderin, ich weiß es gar nicht, echt Mühe gegeben irgendwie, habe ich das Gefühl. Ashley? Jetzt wird es nochmal nervig für alle Beteiligten. Ich hoffe, ich erschieße dich nicht. Kriegst du das hin? Ja, ich schaff das schon. Noch weiter, nein, ihr wollt mich doch jetzt ein bisschen verarschen hier, oder? Come on, Leute. Das ist jetzt ein bisschen mies, oder? Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, scheiße hier. Ja, Ashley, ich weiß. Warte, ich helf dir. Ey, du Pisser. Lass los. Ja, das ist jetzt wirklich scheiße. Schnell, Leon. Chance vertan, Chance verpasst. Aufhören! Autsch. Autsch.
alles ungünstig gerade. Läuft gerade auch sehr schlecht. Läuft gerade wirklich auch sehr, sehr schlecht, ne? Läuft gerade wirklich sehr schlecht. Meine Fresse, ist das gemein, aber alles gut gelaufen, bis jetzt. Ich bin gespannt, was als nächstes auf uns zukommt. Ja, bis jetzt das Standard-Equipment hier, das wäre in Ordnung. Finde ich im Hauptspiel schon gemein genug, ohne Scheiß. So, Ashley, jetzt kommt die gemeine Ecke mit dem Geländer. Komm schon. Ein bisschen verarschen wollt ihr mich, oder? Ob ihr mich verarschen wollt? Ihr mich fucking verarschen wollt, ey, habe ich gefragt. Verdammt nochmal. Okay, komm zurück. Okay, what? Warum? Hinter mich. Okay. Wir haben den Feuerraum rekonstruiert. Ich liebe das schon ein bisschen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie durchkommen. Hey, ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass wir da durchkommen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Die Frequenz ist ziemlich gemein. Muss ich die Hinterköpfe vielleicht treffen? Verletzt. Danke. Ja, okay. Geile Passage. Mag ich sehr, was die damit gemacht haben. Mag ich sehr gern, was die hier damit gemacht haben. Ich applaudiere. Den Feuerraum. Wisst ihr, so dämlich der Lavaraum ist? Ich vermisse ihn. Ich hab ihn gemocht. Und ich finde es schade, dass er weg ist. Der Mod bringt ihn so ein bisschen zurück, ne? Der kombiniert hier zwei Räume, zwei sehr nervige Räume miteinander zu einem super nervigen Raum. Finde ich super. Heieiei, das war lustig. Das war wirklich jetzt schön. Habe ich sehr gemocht. Ob die einen hier echt ein bisschen verarschen wollen, oder Leute, kommen einfach zwei hier, Dingsi, ihr wisst schon. Blinde. Garados. Carpador. Und so weiter. Alle gleichzeitig. Eieiei. Leon, es hat keinen Sinn mehr. Sie ist infiziert.
erlösen wir sie. Hey, nee, nicht, dass wir wirklich noch Game Over gehen hier. Ja. Ich glaube, wir sind richtig. Zumindest richtig cool, Leon, mit deiner Sonnenbrille. Glaub schon. Statt sich um sie zu sorgen, sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Zügle dich, Kind. Ashley. Ashley! Ich meine, Ashley, weißt du, ich kann verstehen, dass die Angst hat und alles, ist ihr ganz klar. Aber die hat zumindest den Vorteil, dass die sie ja nicht umbringen wollen. Die haben ja noch Pläne mit ihr, die lassen sie zumindest am Leben. Aber was ich mich immer frage, wissen das die Wölfe, die Mutierten? Wissen das die El-Gigante? Wissen die Monströsen, dass die Ashley nicht umbringen sollen? Hat Settler die so weit unter Kontrolle? Ja. Wir müssen jetzt beim Händler mal gucken, ob wir das Gewehr behalten. Jetzt dürfte eh der Nächste gleich kommen, ne? So, erstes Kapitel, Schloss vorbei. Ich muss sagen, das war gar nicht so schlimm. Basis, kommen. Es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht. Ich muss sagen, das war gar nicht so schlimm. Ich habe mir Schlimmeres vorgestellt. Jetzt können wir ein bisschen angeln. Und hier ist der Käfer, den ich erst beim ungefähr 15. Mal durchspielen zum ersten Mal gesehen habe. Wie sieht es denn lebensenergiemäßig aus? Also okay, eigentlich können wir ein bisschen was essen. Ich hau mir mal die Schlange zumindest rein. Dann können wir noch einen Fisch mitnehmen. Normalerweise würde ich die Fische jetzt beim Händler verkaufen, ne? Aber der Mod ist schon ein bisschen sparsam mit Lebensenergie und so. Da überlege ich ernsthaft, ob wir vielleicht die Fische behalten zum Heilen. Gucken wir mal. Harter Tag. Was, Fremder? Willkommen. Das kannst du laut sagen. Neues für dich. Das kannst du laut sagen. Ein Spezialticket. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Also roten Krautkoffer brauche ich definitiv nicht. Definitiv nicht. Mathilda. Punisher, die Schuhe, ich hab beim letzten Mal gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, es ist egal. So. Die verkaufen wir jetzt definitiv mal. Dir dein ganzer Krempel ein hervorragender Deal. Im Grab bringt mir mein ganzer Krempel einen hervorragenden Deal, hat er gerade gesagt. Dann sollte ich das lieber behalten, wenn ich sterbe. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Also, die Riot Gun ist genauso groß, hat mehr Angriffskraft, obwohl die noch... Doch, die habe ich die schon getuned? Ich glaube nicht, ne? Die ist ungetuned. Hat mehr Magazin, hat eine niedrigere Nachladegeschwindigkeit, das habe ich schmerzlich gemerkt. Höhere Feuerrate, höhere Präzision und hat mehr Potenzial im Ausbau. Also die Riot Gun nehmen wir auf definitiven Fall nehmen wir die mit. Und das heißt, dass ich die jetzt mal für köstliche 100.000 verkaufe. Fast. Danke. Und das stecken wir jetzt gleich in die Riot Gun. Für diese Arbeit braucht aber ich glaube, die Striker lasse ich aus. Ich glaube, wir bleiben bei der Riot Gun. Tatsächlich. Deswegen pumpe ich da jetzt auch mal ordentlich rein. Langsam verstehen wir deinen Geschmack. Hey, apropos, Fremder. Ab wann darf ich denn bitte eigentlich die nächste Upgrade-Stufe freischalten? Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können. Ich meine, ich habe jetzt schon hier das Ticket, ne? Ein Einmalticket. Oh, mein Rücken bringt mich um. Die Frage ist... Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Hat der Mod das vielleicht verändert und ich brauche zwingend die Tickets, damit ich upgraden kann und es geht gar nicht mehr mit Geld oder so? Weiß man nicht.
Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Kann ich sonst noch entkommen? Jederzeit wieder. Come back anytime. Also gegen den englischen Synchronsprecher vom Händler, sowohl im Original als auch im Remake, da kann jede deutsche Synchro scheißen gehen. Die kann noch so gut sein, ne? Kann noch so gut sein. Keine Chance. Einfach. Da muss man sagen. So, da kratzt das Smaragd. Der ist für eine Nebenquest, die haben wir noch gar nicht. Hier, Fischi. Ich glaube, einer müsste hier noch sein. Hier, Fischi. Haha, es war eine Falle, Fischi. Du hättest nicht auf mich hören dürfen. Aber du bist mir in die Falle gegangen. Und wieder hat der brillante Leon einen Fisch verarscht. Okay. Sortieren. Oh mein Gott, die Autosortierfunktion. Ey, ich hasse die. Warum habe ich es schon wieder getan? Aber hey, wenigstens ist jetzt Platz für einen Fisch. Ist okay. Aber holy shit. Oh, die bringt mir meine... Wisst ihr, Ich habe halt so meine Ordnung in meinem Inventar. Und die Autosortierfunktion, die ist einfach ein Arschloch. Ich sag's euch, wie es ist. Das sind die nettesten Worte, die ich dafür finden kann. Du hast den Bruch des Kampfes an dir kleben. Haha. Okay. Kick! So, auch ein sehr cooler, stressiger Raum im Original. Bin sehr gespannt, was wir jetzt in diesem Mod vorfinden hier. Ich ahne Schlimmes. Ich bin froh, dass ich zumindest eine Blendgranate habe. Oh, da steht schon mal eine Ritterrüstung. Die sieht kampfbereit aus. Sorry für die Störung. Aber wisst ihr was? Das ist eigentlich ganz gut hier, ne? Hier an der Engstelle ist ihre Überzahl bedeutungslos. Nein. Schlechter Moment für Kopfschmerzen, Leon. Verdammt, was ist los? Holy shit, was ist denn wirklich los? So viel Loot. Ja, jetzt hätte ich echt gern noch eine Blendgranate zu meiner Blendgranate. Verdammt, was ist los? Ey, ich krieg halt leider alle 2 Sekunden Kopfschmerzen. Das ist so mies. Vor allem, wenn man vor Gegnern steht, die One-Hit-Kill-Attacken haben, ist das nicht schön. Shit, ich hab einfach keine Munition mehr. Einfach keine Munition für nix mehr. Ich kann eine Blendgranate craften. Mächtigste Waffe im Universum gerade. Holy shit.
Hoffentlich hat das die Innen auch getroffen. Sieht gut aus. Ich glaube, ich habe schon ganz gut aufgeräumt jetzt, ne? Das war gerade ein guter, enger Durchgang hier. Er hat auf jeden Fall geholfen. Meine Güte, das war eine Shitshow hier. Aber wir sind noch nicht am Ende, ne? Die Shitshow ist noch am Riechen. Hey, ich wollte hier so cool gerade, weißt du? Und dann kommt ein gemeiner Pfeil. Gemeiner Cheap Shot. Aus dem Nirgendwo. Sorry, keine Absicht. Du lügst, Leon. Das war mega Absicht. Und ich finde das nicht in Ordnung. Ah, das war der Chef, ne? Cool. Ah! Auf den habe ich schon gewartet. Okay, der hat Freunde. Finde ich schon lustig, dass Leon so hart gegen den Brustkorb der Rüstung kickt, dass denen einfach der Kopf platzt. Tja. Kein Wunder, dass Bärenfallen seinen Waden nichts anhaben können, ey. Die bestehen einfach aus Stahlseilen. So, da unten habe ich noch eine Ritterrüstung rumwanken sehen irgendwo. Der ist ein bisschen hängen geblieben. Ist halt doch nicht für hier gedacht, der Gegnertyp, ne? Aber gut. Okay, tschü. Tschü mit 14 Ö. Wir sind raus hier. Ach so, da ist noch eine Kiste. Na, die nehmen wir mit. Weil da ist der beste Loot ever. Flintenmunition, die ich nicht mehr nehmen kann. Aber das ist nur ein sehr temporäres Problem. So. Okay, gut. Ich glaube, dann sind wir hier fertig und ich muss sagen, easy. Hey, ich muss echt sagen, ich glaube, dadurch, dass ich das Spiel bei meinem allerersten Playthrough auf Profi gespielt habe, also nicht Profi, ne? Profi muss man ja freispielen. Der Schwierigkeitsgrad davor, schwer halt. Und das war so die Hölle, ey. Das war an so vielen Passagen so die Hölle. Ich glaube, dadurch kommt mir dieser Berserker-Mod irgendwie ganz okay vor, I guess, so. Gibt halt Schlimmeres. Hab schon Schlimmeres erlebt in dem Spiel. Ist einfach so. Ui. 8, der Ritter kommt. Kennt das noch wer? Dungeon Keeper war schon auch ein sehr geiles Spiel. Habe ich sehr, mag ich immer noch gerne. Es gibt, glaube ich, sogar ein Let's Play von mir, oder? Dungeon Keeper 1 und 2. Ich habe es auf jeden Fall mal gestreamt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals irgendwo hochgeladen habe. Entweder hier auf dem Let's Play-Kanal oder weil es alt ist, wahrscheinlich noch auf dem Hauptkanal. Keine Ahnung. Müsste man mal gucken, aber ja. Ist sehr geil. Geht down. Mm.
die sind schon schön animiert, ne, wie die so rumwanken. Ey, ich hab gar nichts mehr. Ohne Scheiß. What the fuck? Ich hab einfach gar nichts mehr. Niedlicher Bär. Legendär. Das reimt sich, ne? Und wie wir vom Pumuckl wissen, ist der wahrscheinlich ziemlich awesome. Der Schießpulververbrauch bei der Herstellung sinkt minus 1. Okay. Könnte man auch so lesen, dass der um minus 1 sinkt und damit stärker für höher wird oder so. Aber gut. Nee, ist alles gut. Bis dahin und nicht weiter, Leon. Ich soll die doch nicht benutzen, oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung, Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Sie ist Batman. Sie ist die Letzte, die ich hier erwartet hätte. Ich hätte Batman hier auch nicht erwartet. Ich sag's dir ganz ehrlich, Leon. Aber so ist das eben. Na, 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 na. Sie ist der Batman, der alte Batman. Nicht dieser neumodische Schnickschnack. Es gibt nur einen echten Film Batman. Das ist der aus den 60ern, oder wann die Serie war. Oh Gott, heilige Broken Butterfly, Leon. Wo ist die letzte Steintafel schon wieder? Oder es fehlt eine noch, oder? Nee, eine ist schon drin. Okay. Jetzt gucken wir uns den Quatsch mal an. Theoretisch könnte das schon stimmen. Das wäre super easy. Ne, okay. Zu leicht. Wäre auch zu leicht gewesen. Aber vielleicht stimmt dann einfach das. Ne, das kann eigentlich auch nicht sein. Hä? Vielleicht stimmt das. Ne, okay. Aber vielleicht, jetzt haben wir es, stimmt das. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich verwirrt. Okay. Müsste passen. Hier bleibt alles ruhig. Na schön, dann würde ich sagen, Schlussi Pussi für heute Meute. Bis zum nächsten Mal. Blumenthal. Keine Ahnung, was ich immer mit meinem Reiben habe. Keine Ahnung, was immer mit meinem Hirn los ist. Tschö, schön.
Zeitraum noch, in dem ihr das Video guckt. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Mein Hirn ist ein heißer, überhitzter Schwamm. Ich setze mich mal ein bisschen direkt in den Ventilator und trinke einen kalten Energy Drink. Tschüss.